Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Heroes auf der Map Riverside Rush. Bin ich mit dem Gunner unterwegs. Unser heutiges Thema ist, ob EA geldgeil ist. Also zunächst, wie ich auf das Thema gekommen bin, war ein Beitrag im Forum, wo stand, dass man jetzt bloß noch 3 Helden erstellen kann und dann muss man die nächsten schon kaufen. Also ich meine, 4 Helden war für mich sowieso sinnlos, weil jeder, der normal anfängt Battlefield Heroes zu spielen, nicht in einem Clan oder so, der braucht keine 4 Helden, weil es reicht dann ein Royal, also ich meine nicht Royal, nicht ne, sondern es reicht ein Soldat, ein Gunner und ein Sniper. Bloß da ich jetzt zum Beispiel Videos mache, habe ich mir sowieso noch welche dazu gekauft, aber dafür von jeder Fraktion ein. Außer vom National, da habe ich 2 Soldaten, das war eigentlich nur ein Fail, da habe ich mich einmal, habe ich nur einen Fehler gemacht, also das ist eigentlich vollkommen sinnlos. Wenn man richtig intensiv spielen will, würde ich einem 6 Helden empfehlen. Also National würde ich einen Royal Soldier Gunner, genauso wie Royal, ja, Gunner, Soldier, Kommando und so. Also von jeder Fraktion alle 3 verschiedenen Arten von Heroes. ich finde, also nicht so extrem, dass EA geldgeil ist, vor allem, weil sie tun auch viel für das Spiel. Letzte Zeit, neue Outfits, bla bla bla, neue Waffen. Ich habe kein Problem mit diesen ganzen neuen Waffen. Vor allem, weil sie auch nicht overpowered sind. Ich würde mich auch freuen, wenn noch mehr Waffen rauskommen, weil dann wirklich das, also das 1-1, das Spielgeschehen wirklich viel unterschiedlicher ist. Bloß die einzige Scheiße, die noch ist, ist die, Laserwaffe von den National, also, nicht von den Nationals, generell von den Gunners. Gunner, scheiße, was ist eigentlich die Mehrzahl von Gunner? Gunnerin, Gunner. Von den Gunnern. Fick dich doch, Deutsch. Deutsch, Mann. Nein, und zwar, finde ich die etwas zu stark, aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit all den Waffen. Auch jetzt wieder das Mafia-Kram. Waffen auch ganz in Ordnung. Zu den Mafia-Sachen wird auch nochmal ein ausführliches Video irgendwann kommen, aber da will ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen, weil ich dann nicht so schlau drüber bin. Im Moment sind ja erst ein paar Waffen davon raus. Kann ja sein, dass noch mehr rauskommt. Vielleicht noch ein paar neue Outfits. Darum halte ich da mal lieber meinen Mund. So. Das Gameplay, was ihr hier eigentlich seht, das ist auch noch ziemlich gut gelaufen. Da ist auch ziemlich viel Lack dabei. Also ich hoffe, das gefällt euch erstmal. Ist jetzt nicht live, dass ich so nebenbei so krass so spiele. Nee, das ist jetzt nachkommentiert. Das war mal eine gute Runde. Die habe ich, glaube ich, ich glaube, genau um Mitternacht habe ich die erspielt. Ah, da wurde ich zum Werwolf. Weil Vollmond war. So, das musste jetzt auch noch raus. Und EA, EA, glaube ich mal, möchte ich einfach nur belohnen mit den Dingen, was es macht. Also, ja, neue Waffen, wollen dafür Geld haben, kosten die Waffen halt ein bisschen mehr, wollen ja auch belohnt werden. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit Battlefield Heroes zurzeit. Es gab einmal eine Phase, da war ich ziemlich unzufrieden, das war, als die Claw rauskam. Aber ich glaube mal daran, da habe ich mich jetzt auch schon dran gewöhnt, dass jeder Spasti-Boon das Wehr bekommt, was ich versuche in den Widget abwürfen und, nicht in den Widget, generell in den Abwürfen versuche zu bekommen, da gewinnen kann. Und das ist dann halt ein bisschen ärgerlich. Und das mit diesen 3 Accounts, das haben wir, also 3 Heroes pro Account, damit hätte ich jetzt auch kein großes Problem. Aber, also, naja, was ich bloß richtig scheiße finde von EA, wo ich denn wieder glaube, also das, was ich erzählt habe, das ist, dass ich glaube, dass sie nicht geldgeil sind, aber jetzt, ich glaube mal, EA ist geldgeil, weil sie andauernd scheiß Reskins von Waffen erstellen. Das sind genau die gleichen Waffen, bloß dass sie anders aussehen. Ich finde mal, genauso wie diese neue Bazooka, die rauskam, das ist mal wieder was anderes von der Mafia. Das ist wieder was ganz anderes. Da bin ich auch mit vollkommen zufrieden. Aber, Reskins sind sowas von für den Arsch. Das können sie doch lassen. Ich finde jede Waffe so unterschiedlich sein, ey. Also ich persönlich hätte da viele Ideen. Man könnte zum Beispiel so eine, Wunderwaffe machen, die, wenn man einmal trifft, 5 Punkte abzieht. Dann, also, ja, sagen wir mal, 7 Schuss hat die Waffe. Man zieht, wenn man den ersten Schuss trifft, 5 Punkte ab, dann 10, dann 15, dann 20, dann 25 und so weiter. Wenn man nachladen, also wenn man nachlädt, fängt es wieder von vorne an. Und wenn man daneben schießt, das heißt, wenn ich den da unten jetzt anschießen würde, einmal mit 5, dann 10, dann 15. Und wenn man einmal daneben schießt, dann fängt man wieder bei 5 an. Das wäre zum Beispiel mal eine geile Waffe. Aber dann könnte man zum Beispiel sich mit einem Kumpel treffen, das wäre dann wieder der Nachteil.
ein Wall-Kumpel hat man dann bestimmt irgendwie, schießt den ein paar Mal an und die letzte Kugel, die hat dann übelst viel Schaden und die haut man dann irgendwie im voll in die Fresse. Und das wäre dann auch wieder, naja, ein bisschen dumm. Ja. Aber ärgerlich trotzdem an der neuen Mafia-Handfeuer-Bazooka-Waffe ist, dass sie nicht gleich einsatzbereit ist. Du kannst sie nicht gleich nehmen und abdrücken, weil sie braucht so ein, zwei Sekunden, ehe es dann wirklich rausfliegt. Ja, die Kugel. Das ist dann auch wieder, ja, ärgerlich. Aber ansonsten finde ich, EA ist nicht sehr geldgeil. So, dann klären wir jetzt nochmal was. Zu meinem Einjahres-Special. Ich höre nicht auf mit Gameplays. Zum Schluss kam ja ein Kommi, also in dem Einjahres-Special habe ich einen Kommi kommentiert, indem ich mich erschossen habe. Und manche haben gedacht, ich höre wirklich auf mit Videos, nur weil ich mich erschossen habe. Komm, habt ihr noch nie irgendwas geguckt? Irgendeine Serie? Da werden dann dauernd Typen erschossen, die wiederkommen und so. Das ist doch vollkommen. Oder sagen wir mal, die glauben, ich habe wirklich eine echte Waffe an meinen Kopf gehalten. Es war eine Desert Eagle und ich hab's überlebt. Die Kugel ist durch mein Kinn geflogen, weil ich ganz knapp an meinem Hirn vorbeigeschossen habe. Ja, sicher, ich mache ja gerade ein Video, also ich meine, das ist wirklich ziemlich dumm. Da waren ein, zwei Fragen, aber die wurden dann auch ziemlich weggehatet von meinen wirklichen Fans, die etwas Grips in der Birne haben. Dankeschön nochmal dafür. Und ja, was krass ist auch, das kann ich auch nochmal sagen, weil ich ja jetzt nichts mehr zu erzählen habe eigentlich. Dass, wenn ich jetzt ein Video hochlade, könnt ihr ja mal bei dem hier verfolgen, wenn er jetzt gerade. Also, wie lang geht das Video? Ich glaube, das geht so um die 9 Minuten. Und ich habe es hochgeladen und es hat sofort nach einer Minute 5 Likes. Vielleicht noch ein Dislike oder so. Aber ich weiß nicht, dann kann man das Video doch gar nicht gesehen haben. Das checke ich eigentlich nicht. Weil, wenn ich ein Video bewerten müsste, ich bewerte ja mit meinem Account gar nichts, damit ich auch keinen Ärger habe, wenn ich mal ein Dislike gebe oder so. Ja. Dann würde ich mir, wenn ich was bewerte, das wenigstens zu Ende angucken. Ich weiß nicht, ihr haut eure Bewertungen manchmal ein bisschen komisch raus. Also an den Likes will ich jetzt nichts aussetzen. Nein, das könnt ihr weiterhin so machen. Ja, vielleicht ist es auch bloß daran, dass ihr euch freut, dass ich ein Video rausgebracht habe. Bloß ärgerlich ist dann halt immer, wenn ich es hochgeladen habe, es geht 9 Minuten und man hat dann gleich mal ein Dislike in 3 Minuten bekommen. Das ist dann wirklich ziemlich blöd. Aber es gibt ja immer ein, zwei Arschlöcher unter Abonnenten. Aber sonst sind meine Abonnenten oder die, die gerade zugucken, ganz geschillt drauf und ganz, ja, ganz in Ordnung und gar nicht verpeilt. Ja. Und ihr seht auch schon in diesem Gameplay, da hatte ich so erst viel Luck. Ihr habt vorhin noch diesen Ballistik gesehen, das 1 und 1, wo ich dann wieder knapp überlebt habe. Hier hatte ich Glück, dass ich gleich so nach einer Wand war, dass er mich geblastet hat oder so. Und dann kann ich mich hier wieder healen. Und jetzt kommt das epische 1 und 1 mit dem Spacko da hinten. Wir wollen uns beide gegenseitig abschießen, aber keiner geht zu dem anderen hin. Also wir vergammeln es dann hier hinter. Ich habe jetzt 4 Lebenspunkte, der hat bestimmt auch nicht viel mehr, aber er hat sich geheilt. Da habe ich jetzt gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich keine Chance. Aber der eine Shotgun-Schuss hat so gut getroffen, dass ich dann trotzdem gewonnen habe. Also das war jetzt nochmal Ost-Glück. Und ich glaube, das war jetzt meine, also insgesamt meine wirklich beste Runde. Ich will jetzt auch nicht angeben, dass ich jetzt sage, jede Runde, die ich spiele, wird so. Also, wenn ich mal wieder ein Live-Commentary mache, dann wird das wieder so ein erzwungener 2er-KD und nicht so ein hier 15 zu 1 oder 16 zu 1. Und jetzt zum Schluss versuche ich einfach nur noch zu überleben, genau, damit ich nicht noch einen Tod kassiere. Insgesamt habe ich dann 16 zu 1 gespielt. War eine ziemlich gute Runde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und über die ehrliche Bewertung würde ich mich auch freuen. Tschüss, euer Fireflash Gamer.